Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Seenluft24. Wir sind wieder mal in Lauchhammer mit dem Bürgermeister Mirko Buhr verabredet. Und das natürlich vor einer Kulisse, die seit einigen Wochen ja mittlerweile für Diskussionen in der Stadt sorgt. Ein Gebäude, was es tatsächlich nicht mehr in die Zukunft schafft, um es mal salopp zu sagen. Das stimmt, und es sind schon mehr als ein paar Wochen, aber seit wenigen Wochen noch umso intensiver, weil wir die Absperrung erweitern mussten. Und das ist natürlich auch Anlass der vielen Ärgernisse, die hier berechtigterweise auch noch einmal entstehen bei den Verkehrsteilnehmern. Und wir wollen es mal ganz klar sagen, Herr Bürgermeister, momentan sind der Stadtverwaltung schlicht und ergreifend die Hände gebunden. Ja, dem ist so. Und wir sind da auch sehr traurig drüber, dass wir jetzt ad hoc gar nichts mehr machen können und im Prinzip die Akten weitergegeben haben. Aber vielleicht dazu gleich mehr. Bei mir ist jetzt Steffen Schröter. Herr Schröter, momentan tatsächlich, der Bürgermeister hat schon gesagt, steht die Stadt ratlos vor dem Haus und kann nichts mehr agieren. Das ist richtig. Das Verfahren wurde an den Landkreis übergeben, an die Fachbehörde, das ist das Bauordnungsamt. Die sind von uns informiert worden, als dann die ersten Dachziegel runterfielen. Im März vergangenen Jahres ist der Dachstuhl des ehemaligen Tanzsaales eingestürzt. Und der Landkreis hat in der Folge dann entschieden, erstens eine Ordnungsverfügung gegen den Eigentümer aufzulegen, wo er zum Teilabriss der instabilen Gebäudeteile beauftragt wurde. Und das hat er aber rechtlich angefochten. Deswegen ist das Verfahren derzeit gerichtsanhängig. Und bis zur Entscheidung des Gerichtes ist dem Bauordnungsamt mit dem Sofortverzug, der eigentlich angeordnet wurde, die Hände gebunden. Es gibt ja noch so das Zauberwort Ersatzvornahme. Aber dadurch, dass der Eigentümer ja gesagt hat, nee, ich lasse mir da nicht in die Karten gucken und ich lasse mich auch von keinem beauftragen, sind euch tatsächlich auch die Möglichkeiten genommen, selber aktiv zu werden und sagen, wenn Sie nicht wollen und können, reißen wir für Sie ein. Wir sind für den Bürger der erste Ansprechpartner hier in der Stadtverwaltung. Aber die Fachbehörde, die das Verfahren führt, ist das Bauordnungsamt. Denen sind jetzt die Hände gebunden. Der Sofortvollzug dieses Teilabrisses, der wurde ausgebremst durch die angefochtene Ordnungsverfügung. Und mehr kann sicherlich der Landkreis dazu beantworten, wie der aktuelle Stand ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, aber die Erfahrung zeigt, wir müssen uns auf einige Zeit damit einrichten. Jetzt sind wir wieder mit Ihnen unterwegs, Herr Bürgermeister. Das war das erste Thema, was jetzt nicht so ganz erfreulich ist. Ein zweites, was uns alle ein bisschen zusammenzucken lassen hat, war ja vor einigen Tagen die Nachricht, unsere Kunstgießerei ist insolvent. Sie waren bei einem der Krisentreffen dabei. Gibt es einen Hoffnungsschimmer? Was können Sie uns sagen? Ja, erstmal möchte ich eins so ein bisschen gerade rücken. Es war jetzt auch in verschiedenen Medien die Sprache davon, dass das erste Mal ist, dass die Kunstgießerei insolvent ist. Das ist dem nicht so. Also dann würde in 300 Jahren mit der Kunstgießerei nie was passiert sein. Das ist nicht so. Ja, es betrifft natürlich dann auch den Bürgermeister einer Kunstgussstadt sehr, wenn die Kunstgießerei dann Insolvenz angemeldet hat. Ich habe mich dann sofort auch mit dem Geschäftsführer Maxim Engelmann verständigt und er hat mich dann auch gleich zu einem Termin eingeladen, wo ein potenzieller Investor mir vorgestellt wurde. Und wir haben intensive Gespräche geführt, auch wie der Investor sich das vorstellen könnte. Allerdings ist es jetzt anhängig dann beim Insolvenzverwalter, also Stadt, beziehungsweise auch der jetzige Eigentümer, haben jetzt erstmal nichts zu tun. Und wir warten dann der Dinge ab, die der Insolvenzverwalter jetzt dann veranstaltet. Und wir hoffen natürlich alle, dass es eine vernünftige Lösung ist, denn eine Kunstgussstadt ohne traditionsreiche Kunstgießerei ist ja nur halb so schön. Auf jeden Fall. Und ich werde dann auch meine ganzen Kräfte dafür mit einsetzen, um diese Kunstgießerei mit in gesichertes Fahrwasser wiederzubringen. Und wir werden jetzt mal den Platz wechseln, weil wir wollen noch über ein paar schöne Sachen reden, wo die Stadt in Zukunft richtig zukunftssicher Geld ausgeben will. Ganz genau. Bis gleich. Und wir sind jetzt mittlerweile in Lauchhammer Mitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich direkt hinter uns das Bürgerhaus. Und trotz Klammerkassen in Lauchhammer durch die schwierige Haushaltssituation kann hier nächstes Jahr richtig investiert werden. Ja, es kann und es muss auch investiert werden. Wir haben ja einige Bedarfe in Form dessen, dass wir die Elektrik und auch die Notstrombeleuchtung dann nachrüsten müssen bzw. sanieren müssen. Und die Klammerkasse, die haben Sie gerade schon angesprochen, die ist auch vorhanden. Wir haben hier das riesengroße Glück, dass dieses Haus
in einem städtebauförderlichen Gebiet auch mitliegt. Und demzufolge können wir hier diese weit über 1 Million Euro mit Städtebaufördermitteln dann auch realisieren. Momentan laufen die Planungen. Wann geht's richtig los? Wir haben ab nächstes Jahr, sprich ab Anfang Juni, hier keine Vermietungen mehr angenommen. Also wir gehen davon aus, ab der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, dass hier dann das Kulturhaus auch mit vollends saniert wird, also sprich elektrobaulich und dann auch die restlichen Dinge, wofür das Geld dann noch reicht. Und dann brauchen wir ja bloß mal die Straße noch ein kleines bisschen runter gucken. Da haben wir unser Vereinshaus-Domizil. Auch da geht's weiter. Letzter Bauabschnitt, kann man das so sagen? An einem Haus kann man, glaube ich, immer bauen, aber der voraussichtlich letzte Bauabschnitt, den wollen wir jetzt beginnen. Wir haben ja viele Dinge im Vereinshausdomizil realisiert. Jetzt soll der vordere Bereich dann auch mit folgen und so, dass wir dann die denkmalschutzrelevante Mauer, also der Eingangsbereich, dann auch wieder denkmalschutzrelevant mit ertüchtigen können und natürlich auch den Vorgarten, so wie ich ihn liebevoll immer nenne. Und wenn wir einmal beim Geld ausgeben sind, erinnere ich mich ja, dass in diesem Jahr eine Fachgruppe, eine Arbeitsgruppe unterwegs war, sich die Kitas angeguckt hat. Und jetzt sind wir soweit, dass wir anfangen können, Maßnahmen, die festgestellt worden sind, zu beseitigen, zu erneuern, zu sanieren. Den ganz großen Wurf werden wir natürlich erst machen, wenn die Abgeordneten auch vollends mit involviert sind und auch uns die Richtung vorgeben, wo wir beginnen sollen. Wir haben einige Maßnahmen allerdings jetzt als Sofortmaßnahmen auch mit für uns deklariert. Das ist zum Beispiel die Kita am Weinberg, wo das Dach undicht ist und bei der eigentlichen schon Dachsanierung wurde festgestellt, dass auch die darunterliegende Isolierung bereits Wasser aufgenommen hat und demzufolge auch getauscht werden muss. Also wir beginnen mit der Kita am Weinberg, dann weiterhin die Kita Benjamin Blümchen, wo der Eingangsbereich seit mehreren Jahren auch desaströs ist und wo wir jetzt auch unfallschutztechnisch schnellstmöglich handeln müssen, und die Kita Bummi, wo dann eine neuer Unterstand für die Fahrräder gebaut wird. Der alte, der war so desaströs, dass dort auch Gefahr in Verzug war. Und wir in diesen drei Kitas jetzt mindestens auch anfangen. Wir können aber kein Bürgermeistergespräch machen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, um einen Termin vergessen dabei, nämlich den nächsten Mittwoch. Drachen schon gebastelt und sehen wir uns beim Drachenfest? Der Drachen ist noch nicht gebastelt. Ich kann mich da noch an meine Kinderzeiten erinnern. Aber auf jeden Fall haben wir schon Drachen für unsere Tochter. Und mal schauen, vielleicht sehen wir uns. Und dann sagen wir bis dahin, machen Sie es gut und wir machen weiter im Programm.